Weiter geht es mit einer neuen Kinnhaken-Folge Mortal Kombat 9. Freut mich, dass du da draußen wieder draufhaust und natürlich auch ein Dankeschön an all die Kinnhaken-Verteiler, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Die Story geht natürlich weiter und wir stellen uns jetzt Sindel, der alten MILF. Und wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, dann lasst eine klitzekleine Bewertung da. Dauert nur ein Sekündchen, versprochen. Jeder Support tut gut. Besonders im knallheißen Sommerloch. Auf geht's mit der Story. Wirst du bei deinen Ahnen sein? Round 1. Fight! Da fehlt das bald, Sindel. Da fehlt das bald. Oh, Sindel geht ab. Sindel ist auch ein echt cooler Charakter. Und in Teil 11 sieht sie auch wieder gut aus. Also hier finde ich, weiß nicht, die Haare so ein bisschen wie Smoke, ne? Die Haare. Ich meine, der Körper ist Bombe. Wenn ich mit 160 Jahren auch so aussehe, dann bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Wenn meine Freundin mit 160 Jahren so aussieht, bin ich ein doppelt glücklicher Mensch. Wow, wow, wow. Die alte Cindy. Oh, ging's daneben. Na, meiner ging auch daneben. Die Alte kämpft mit ihrer Föhnwelle. Nightwolf wins. Round 2. Fight! Wie sie aber auch immer da liegen. So griffbereit, ne? Immer in so einer komischen Pose, wenn du Frauen besiegst. Ey, ey, ey. Ey! Da hinten ist wieder so ein Ritual des Blutes. Aber wir haben es ja schon geklärt. Raiden teilt sich die Location mit der katholischen Kirche. Und die beschwören gerade einen neuen Timmy. So funktioniert das. Man muss opfern, um einen neuen Timmy zu bekommen. Denn die wachsen ja nicht auf Bäumen. Denke ich zumindest. Alter. Alter. Was geht mit Cindy? Sindel wins. Ducken. So besiegt man den alten Nightwolf. Einfach geduckt bleiben. Und viel Beinarbeit. Wow, 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 wow. Da konter ich direkt mit einem X-Ray. Mama Cindy ist voll am Durchdrehen. Ah, ah, nein. Jetzt hören wir mal auf mit dem Mist. Da wird wieder kriminell viel geblockt. Ist Sindel so stark gerade? Yes! Der letzte Millimeter. Jetzt, Sindel, spüre das Urteil der Geister. Tunkasila, Meister Sieru und Simalayu, Homakiyayo! Raiden. Raiden! Wo bist du? Götter, Älteste, ich flehe euch an. Das Erdenreich ist in Gefahr. Wir kennen deine Notlage, Raiden. Dann müsst ihr eingreifen, um Erdenreichs willen. Das können wir nicht. Aber Shao Kahn, Liu Kang hat ihn zweimal besiegt und trotzdem ist er noch... Shao Kahn hat die Regeln von Mortal Kombat nicht gebrochen. Was? Er fällt in diesem Moment in Erdenreich ein? Eine Invasion allein ist keine Überschreitung. Es ist die Vereinigung der Reiche, die verboten ist. Ein Unterschied, der unwesentlich ist. Unschuldige sterben wegen der Außenwelt. Das ist bedauerlich. Aber die Mortal Kombat-Turniere sollen nicht gewisse Ergebnisse verhindern. Sie sollen nur das Gleichgewicht zwischen den Reichen erhalten. Bitte! Ihr müsst! Wir haben gesprochen. Die letzten Türen schließen sich. Wir sind beinahe gefangen. Der Sieg ist mein, Schamane. Nicht, wenn ich
ihn dir wegnehmen! Zum Kassier, heute ist dir los! O Makiajo! Bei den Götterältesten! Liu Kang! Kitana! Liu Kang, du hattest recht. Ich wünschte mir ein unter anderen Umständen getroffen. Kitana! Sie sind tot. Liu Kang, ich... Wir haben sie verlassen. Und sie sind tot. Auch mein Herz ist schwer von ihrem Opfer. Ihr Tod hat nichts bewirkt. Was jetzt, Ring? Sag mir die Zukunft vorher. Wie ehren wir ihr Opfer? Ich bin in den Himmel gestiegen, jetzt muss ich in die Tiefe gehen. Ich werde zu Quan Chi gehen. Unser Reich mit seinem gegen die Kräfte der Außenwelt vereinen. Was? Vor Quan Chi kriechen? Was wird er fordern? Was für ein Preis wird bezahlt werden? Gibt es einen Preis zu hoch, um Erdenreich zu retten? Ich hatte gebetet, dass es nicht wahr ist. Aber du bist wahnsinnig geworden, Raiden. Deine Visionen, sie sind nichts. Täuschungen eines verwirrten Geistes. Liu Kang, bitte! Genug. Ich muss den Verwundeten helfen. Gehe deinen hoffnungslosen Gang. Mögen die Götterältesten dich beschützen. Quan Chi! Quan Chi! Es enttäuscht mich, dich hier zu sehen. Spar dir dein Mitleid. Ich werde eine Audienz bei Quan Chi bekommen. Du kannst mit mir sprechen. Ich werde ihn informieren. Hast du deswegen deine Familie und deinen Clan nicht gerettet, um deinen Platz zu seinen Füßen zu behalten? Sprich nicht von meiner Familie, Rain. Hol deinen Meister, Skorpion. Ich muss mit ihm sprechen. Du sprichst nur mit mir. Round 1. Fight! Alter, der Skin von Skorpion ist so badass, oder? Mega stylisch. Get over here! Tja, Skorpion, willst du das wirklich sein? Der Schoßhund von Quan Chi? Als ob Quan Chi sich mit uns verbündet. Oh, hier wird wieder alles geblockt. Hier wird wieder alles geblockt, ne? Auch noch die Original-Sounds wie damals. Hat sich auch nie was verändert an den coolen Sounds. Na, jetzt block doch nicht alles weg. Ja, genau, sowas will ich mit dir machen. Scorpi. Alte Lunge. Alte Nase, du. Boah, der Höllenhund im Hintergrund. Sieht schon sehr fett aus. Ich krieg keinen Move durch. Da mach Schnicks. Da macht nix und der blockt auch wieder den X-Ray. Ich glaube, der hat einen der besten X-Rays. Auf jeden Fall in Teil 10 hat er einen ziemlich geilen X-Ray. Allgemein, Raiden war schon immer ein guter, starker Charakter. Schnell, viel Damage. Ich meine, er ist ein Gott, okay? Fairerweise muss man sagen, er ist ein verdammter Gott. Wenn einer rasieren kann, dann Don Raiden. Ach ja, Nightwolf ist tot. Offiziell tot.
Für die Leute, die sich jetzt fragen, hä, was war das mit Nightwolf? Ja, Nightwolf hat einen Selbstzerstörungsknopf. Keine Ahnung warum. Oh mein Gott. 22 Damage, nicht schlecht. Round 3. Fight! Nervst du, alter Skorpion. Gegen Ende lernt die KI einfach nur, wie man alles blockt. Ah, unblockbar der Angriff. Jetzt, endlich. Hau den mal weg. Ah, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, damals waren die X-Rays... macht der Damage. Die waren halt noch nicht so krass wie... in Teil 10 und dann halt Teil 11, ne? Also, da waren die Möglichkeiten natürlich auch viel krasser von der Technik her. Aber ja. Der macht mich fertig. Der macht mich fertig gerade. Gibt es ne... What? What? Ey, der Dude hat alles weggeblockt. Scorpion. Komm schon, jetzt wischen wir mit dem den Boden auf. Aber so habe ich wenigstens mal ein bisschen Zeit zu reden. Eigentlich ist es ja eh nur Cutscene schauen und dann ein bisschen kloppen. Ja, und Sindel ist natürlich auch weg, ne? Also, der Wolf hat sie beide eliminiert. Sindel auch eine sehr, sehr starke Person. Jetzt unabhängig so als Kämpfer, was den Fight-Skill angeht, sondern ist einfach eine krasse Mutti. Und sie ist keine Gilf. Ich meine... Liu Kang und Kitana kriegen keine Kinder. Sonya Blade und Johnny Cage bekommen welche. So, hier geht er durch. Hat sich ausgeblockt. Wie er so extrem ausholt, man am Ende nur so ein ganz kleiner Blitz. Okay, Scorpion dreht jetzt wieder durch. Alte blockende kleine Sau. Er blockt und blockt. Und burnt. Verdammt. Nein, nein. Ey, was ist los mit Scorpion? Der nimmt seinen Job als Wächter scheiße ernst. Round 3. Fight! Round 3, fight! Der gute alte Abercut. Er weiß immer, wo ich bin. Hör auf, den Dreck zu blocken. Was? Der geht auch nicht durch? Oh, ey, das ist... Gerade ist es wirklich... Okay, ich muss jetzt total defensiv... Okay, knappes Ding. Meine Güte. Jetzt, Scorpion. Hol deinen Meister. Du willst eine Audienz? Ich will Zusammenarbeit. Vom Erdenreich und dem Unterreich. Du verlierst also die Schlacht. Wir werden gewinnen. Aber mit dem Erdenreich an unserer Seite. Du lügst schlecht, Raiden. Die Verteidigung von Erdenreich wird überrannt. Du hast nur noch Stunden. Nenne deine Bedingungen. Was bietest du an? Ich biete die Seelen der Erdenreichkrieger an, die in diesem Konflikt sterben. Sie würden zustimmen. Du gehst leichtfertig mit den Seelen anderer um. Nicht nur anderer! Ich biete auch meine Seele an. Wenn ich sterbe, gehört sie dir. Wie nobel, Raiden.
völlig sinnlos. Nein! Wie du siehst, gehören ihre Seelen mir schon. Shao Kahns Bezahlung für das Bündnis mit dem Unterreich. Nein, das war so nicht bestimmt. Das Erdenreich hat verloren, Ray. Und jetzt wirst du schon. Erledige ihn. Wie du befiehlst, Meister. Round 1. Fight! Wie sie hier voll Gammel aussehen, ne? Ganz interessant. Am Gurt von Quan Chi hat man den Talisman von Shinnok gesehen. Also hier konnte man schon dann predikten, wer wird der nächste böse Obermacker. Schade, dass Shinnok dann aber so abserviert wurde in Teil 11. Raiden wins. Round 1. Fight! Striker, was? Nein! Und den sehen wir gar nicht mehr, oder? Wir haben das von Striker gesehen? Nö. Striker ist irgendwie einfach nur... Ja, tut uns leid. Dass Striker so langweilig war. War Striker unbeliebt? Ich weiß es nicht. Uff. Ah. Also er wird ein bisschen mir entgegenkommen. Er schießt einfach nur rum, der alte Striker. Und weg. Round one. Fight. Ey, mein X-Ray wird zurückgesetzt, aber Leben kriege ich keine mehr dazu. Wie räudig ist das bitte? Wie räudig ist das bitte? Oioioi, yo! Yo! Oh nein, oh nein. Ah, komm schon. Ich glaub's nicht. Raiden wins. Mögen die Götterältesten über dich wachen. Die Götterältesten können ihnen nicht helfen. Ihre Seelen gehören mir. Kitana, Nightwolf, Kung Lao. Du hast unser Schicksal an diesem Ort besiegelt, Donnergott. Du hast uns alle verdammt. Round 1. Fight! Sie ist zwar ein Zombie, aber hey, nette Boobs. Nette Boobs. Alter, ich wusste gar nicht, dass sie so scharf aussah. Kitana, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Kitana-Zombie gefällt mir. Come on! Ich muss Lebensenergie sparen. Und weg. Sie war wunderschön. Round 1. Fight! I'm sorry, Nightwolf. Achso, ich habe ja gar kein X-Ray. Ich wollte gerade ein X-Ray einsetzen. Concentration. Bam. Und zack. Über mit dir in die Ecke. Okay, Nightwolf, der alte Lappen. Kitana war so attractive. Komm, rüber mit dir. Ah, da sahen die Frauen halt noch richtig derbe aus hier. Heute kannst du sowas nicht mehr machen. Sexismus und so weiter. Man kann ja nicht sagen, ey, damals... Da gab es Silikon noch an jedem Straßenrand. Da konnte jeder sich bedienen, wie er will. Au. Okay, das müsste reichen für so einen alten Kung Lao. Und... Putz. Raiden. Sei verflucht, Quan Chi.
Shao Kahns Sieg ist beinahe vollständig. Bald wird er im Erdenreich ankommen. Nein! Die Götterältesten können das nicht erlauben! Die Götterältesten sind zahnlos. Deine Welt steht vor der Zerstörung und doch handeln sie nicht. Sie müssen! Nur durch Mortal Kombat kann Shao Kahn die Reiche vereinen. Sonst wird er das Urteil der Götterältesten spüren. Sonst wird er das Urteil der Götterältesten spüren! Er muss gewinnen! Du bist es, der verurteilt wird, Raiden. Danke, Quan Chi. Jetzt weiß ich, was getan ist. Mit leeren Händen zurück aus dem Unterreich sehe ich. Liu Kang! Liu Kang, mir ist jetzt klar, was wir tun müssen. Wir müssen Shao Kahn erlauben, die Reiche zu vereinen. Das ist verrückt. Die Götterältesten verbieten es ohne Sieg im Mortal Kombat. Wenn er es macht, wird er die Wut der Götterältesten spüren. Shao Kahn vor der Vereinigung zu besiegen ist nur vorläufig. Er wird zurückkehren und Armageddon bringen. Ich habe es vorhergesehen. Genug, Raiden. Er ist hier. Nein, tu, was ich sage. Vertraue den Götterältesten. Vertraue mir. Liu Kang, ich kann dich nicht gegen Shao Kahn kämpfen lassen. Round 1. Fight! Alles klar. Er hat einfach gar nichts gesagt. Ist auch besser so. Ist auch besser so, Kumpel. Spar dir deinen Atem. Noch schnell den Kang hier mit Füßen treten und dann... Na komm her. Ah, hier wird nur noch geblockt, ne? Es wird nur noch geblockt. Babams. Oh man, Babams. Helfen auch keine brennenden Fäuste. Hör auf, alles zu blocken, mein Freund. Und nochmal hier gecrappt. Malakaka! So, du kleines Äffchen. Round 2. Fight! Oh, Kumpel. Mist. Kang, der alte Lappen. Wer will's wissen, ne? Der Kang will's nochmal wissen. Das ist der beste Raiden-Move. Und rüber mit dir in die Ecke der Schande. Ha, hast du wohl von mir gelernt. Flying Kicks, man. Oh nein, oh nein, da haut er noch ein X-Ray raus. Macht hier noch einen traditionellen Kieferknacker. Hier wird nur durch die Gegend geflogen. Bleib liegen. Liu Kang, schreite nicht ein. Liu Kang, Raiden, nein! Genug von deinem Wahnsinn. Wenn du sterben musst, soll es so sein. Ja! Bei den Göttern, nein! Nein, das war nicht so bestimmt. Was hast du getan? Liu Kang, vergib mir. Du hast uns alle getötet. Oh. Hm.
Raiden, du bist vernünftig geworden. Die Bürger vom Erdenreich leiden. Mehr Widerstand dient keinem Zweck. Seit Ewigkeiten hast du mich bekämpft, hast mir mein Recht verwehrt. Dieses Mal nicht. Die Götter Ältesten fürchten mich jetzt. Die erbärmliche Mortal Kombat hält mich nicht länger fest. Sie verkleiden sich als Drachen, aber sie sind nur zahnlose Würmer. Ich weiß, dass du es spüren kannst. Es ist das Ende aller Dinge. Götter Ältest, wo seid ihr? Warum habt ihr mich verlassen? Deine Zeit ist vorbei. Jahrzehnte verschwendet mit närrischem Widerstand. Ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Jetzt deine Welt Versuch unbedeutender Gottheiten. Heute werde ich zum Götterältesten. Round 1. Fight! Der Imperator muss ganz viel lachen. Genau so. Dann habe ich eine Chance. Immer viel lachen, mein Freund. Oh, wieder unblockbarer Hammer. Unter anderem. Komm schon. Ey, wie aber auch von hinten Unbreakable Strong ist. Okay, wenn du lachst, machen wir den hier. Machen wir einen X-Ray. Guck, guck. Lach doch mal. Über die Ecke. Nein. Er hatte fast nichts mehr. 8% Damage. So lächerlich. Schon. Okay, anscheinend kann man den auch mit dem Angriff nicht packen, ne? Komm nicht an den ran.
Ja, man kann ihn packen. Nice. Boah. Und Umhammer schlägt zu. Rüber mit dir. Nein, 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 nein. Hör den Hammer auf zu schwingen, mein Freund. Oh mein Gott. Ja. Das geht. Hab ihn. Okay, noch ein Sieg. Round 3. Fight. Ah, da breakt er durch. Rüber mit dir. Ja, ja, ja. Komm schon, Baby. Macht zwar so gut wie keinen Damage, weil das echt ein Prügelklotz ist, aber hey. Ah nein, der ist doch nicht so groß. Imperator, lach. Genau sowas wollen wir hören. Mist. Mist! Ah, wie du aber auch nicht treffen kannst. Werde ich dann auch noch stun so eiskalt. Oh, jetzt wird's knapp. Ja! Nein! Ja! Es ist vorbei. Aber nur zum höchsten aller Preise. So viele sind tot. Ihr Licht ist in der Erde versunken. Ich bin verantwortlich für diesen Verlust. Du hast getan, was du musstest. Um das Erdenreich zu beschützen. Verluste im Krieg sind unvermeidlich. Komm, kümmern wir uns um die Gefallenen. Dann müssen wir unser Reich wieder aufbauen. Unsere Arbeit hat erst begonnen. Perfekt funktioniert, Lord Sinai.
Shao Kahn war von Wut geblendet. So leicht wurde er davon überzeugt, dass die Götterältesten ignorieren würden, wenn er die Reiche vereinigt. Aber der Donnergott lebt noch. Egal. Weder das Erdenreich noch die Außenwelt können jetzt dem Ansturm des Unterreichs standhalten. Die Zeit ist gekommen. Bald werde ich frei sein. Das Erdenreich und die Außenwelt werden unser sein. So, das war's. Die Geschichte von Mortal Kombat 9 in einem hervorragenden, vertonten, deutschen Schauspiel. Anders kann man es nicht nennen, denn ja, die Synchronsprecher waren alle sehr krütze. Na, einige waren ganz okay. Einige waren echt ganz okay. Und irgendwie kam es mir so vor, als wären die gegen Ende besser geworden. Vielleicht habe ich mich auch nur dran gewöhnt, aber... Oder die wurden wirklich besser. Ja, vielleicht wurden sie wirklich besser gegen Ende, weil sie ihren ersten Job gemacht haben mit Mortal Kombat 9. Wir sehen uns wieder in Mortal Kombat 10 und dann 11 und dann so weiter und so fort. Wie immer, danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Unterstützt das Ganze ein bisschen. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss!